Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und ich bin wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein, ich würde sagen, schickes Toy, aber es ist jetzt ehrlich gesagt nicht so schick. Es ist eher eins mehr für die Anzahl. Und zwar geht es heute um das Verdammniswandler-Trophäen... ich versuch's nochmal. Verdammniswandler-Trophäen-Sockel. So rum. So heißt das Toy, relativ langer Name, ein kleiner Zungenbrecher ist das. Und ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Wir haben nämlich hier so einen kleinen Sockel und obendrauf soll das die Trophäe sein. Das ist irgendwie so ein Kopf von, ja, von so einem Verdammniswandler, würde ich jetzt mal behaupten, in dem kleinen Hologramm. Ist jetzt nicht so schick tatsächlich, dafür bekommen wir es relativ einfach. Und zwar haben wir gerade das Geburtstagsevent, und zwar den 17. Geburtstag. Und dort hat Blizzard einen neuen World Boss dazu gebastelt. Das ist einmal der Verdammniswandler. Und den kennen wir schon einmal aus Burning Crusade. Dort steht der auch rum und war dort einmal ein World Boss. Jetzt haben wir ihn quasi hier im Geburtstagsevent wieder und der droppt uns einfach dieses Toy. Die ersten zwei Tage hat das Ding eine relativ lowe Dropchance gehabt, irgendwas zwischen 1 und 10%. Da weiß man das noch nicht so genau. Blizzard hat es aber mittlerweile gefixt, denn das Geburtstagsevent ist ja nur temporär da und sie haben einfach die Dropchance auf 100% erhöht. Zusätzlich hat der ja noch einen Mount, das ich euch schon in einem anderen Mount Guide gezeigt hatte, und das haben sie ebenfalls auf 100% erhöht. Also falls ihr die ersten Tage das gefarmt habt und dann quasi keine Lust mehr hattet, geht nochmal hin mit irgendeinem Char, haut ihn um und ihr kriegt beide Items beim ersten Kill. Ich zeige euch mal noch, wo der Boss sich genau befindet. Wir sind einmal hier in Tanaris und dann hier unten bei den Höhlen der Zeit auf den Koordinaten 63, 51. Der Boss ist nur da während des Geburtstagsevents, und zwar im Moment 2021 vom 15. November bis zum 6. Dezember. Der Boss hat übrigens einen Daily Lockout, also ihr könnt ihn täglich umhauen, bekommt Loot und er droppt halt auch 220er Item Level. Vielleicht für den einen oder anderen Twink ganz nett. Und für mich, fürs T-Mog-Farmen, auch eine nette Geschichte. Die Items sehen zwar genauso aus wie vom alten World Boss, aber haben eine neue ID. Also wenn ihr T-Mog farmt, ist das vielleicht auch eine Geschichte, die sich öfter als einmal lohnt zu legen. Falls ihr das Video guckt, nachdem das Event schon zu Ende ist, habt keine Sorge. Wahrscheinlich könnt ihr den Boss beim nächsten Geburtstagsevent in einem Jahr widerlegen. Also einfach den November sich so ein bisschen vormerken, da in den Kalender gucken, wann das Event ist. Wird der Boss wahrscheinlich auch wieder da sein. Bei den anderen World-Bossen ist es auf jeden Fall so. Und die könnt ihr natürlich auch während des Events abfarmen. Droppen natürlich keine Toys, aber auch ein bisschen Gear, beziehungsweise für den Main ein bisschen T-Mog. Gut, mehr Informationen gibt es zudem nicht zu sagen. Wie gesagt, 100% Toy kann man sich mal schnell holen, obwohl es jetzt nicht sonderlich viel hermacht. Ich verabschiede mich an der Stelle, euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.